Das Ding ist halt, dass aus Wien die meisten Battles halt nicht gefilmt wurden. Dreistil war so, ich glaube, das erste Battle-Format in Wien, weil das King of Season Battle wurde gefilmt. Das da in Salzburg, wovon ich vorher erzählt habe. Aber Also, da bist du auch. da bin ich auch und war sehr wack. Ich bin auch in der Vorrunde gegen Ey, den das kann Mock man aus dem sich ja. Einbaumöbel rausgeflogen. Ich hatte da auch ein anderes AKA, das werde ich jetzt nicht droppen, weil sonst hängt mir das Video wieder saulang hinterher. Aber man wird es eh finden, wenn man danach googelt so. Aber keine Ahnung, so die meisten Battles wurden halt nicht gefilmt. Der Apple Tree hat früher das Invitational Battle gemacht, wo halt die urargen Leute gerappt haben. Devil hat da gebattelt, Demolux hat da gebattelt, Selbstlord hat da gebattelt. Also so wirklich so in der österreichischen Rap-Szene bekanntere Namen. Kein Plan, Ja, das Bro. ist dann wieder das Oldschool-Ding so. Ja, Aber weil. das war halt wirklich so qualitativ hochwertig. Und dann kam Dreistil. Dann sind halt die Invitational Battles immer mehr eingegangen, weil dann am Anfang halt die ganzen Battle-Rapper vom Invitational Battle rübergegangen sind zu Dreistil. Aber dann recht schnell gemerkt haben, okay, ist jetzt eigentlich schon kommerzieller und nicht so auf Spaß ausgerichtet, sondern mehr so wirklich Event-Battle-Rap. Ja. Es wird gefilmt, veröffentlicht, musstest eine Einverständniserklärung unterzeichnen, dass du nicht klagst, wenn sie das online stellen, so ein Scheiß. Und da bist du einfach hingegangen und ja, gut, ich mache mit beim Battle und schauen wir mal, worum es geht und Aber wie weit dadurch ich kommen kommen auch soll. keine Leute hin, die das nicht, die so denken, ja, ich sauf mich einfach an, ich mache irgendeinen Scheiß, weißt du? Also dadurch kommen Leute hin, die denken so, yes, ich fick dieses Battle, ich weißt du, Ja, hell. aber Dreistil war halt auch immer nur soft, so. Ich weiß. Saufen, freisaufen im Backstage und mitmachen halt, dass man War freisaufen nicht kann einfach irgendwie. so bei Dreisti? Ja, Gibt es voll. Videos von ihm, wo er battled hat? Einfach so und ich hatten ja dieses aus meiner Sicht richtig peinliche A Cappella-Battle. Ich hatte den größten Blackout meines Lebens. So 10 Minuten vorm Battle kommt. Ich wollte nochmal die Lines durchgehen und merke, scheiße, es ist alles weg. Alles. Ich habe es an dem Tag meiner Mutter noch vorgerappt. Deine Alle drei Parts. Mutter. Ich war so, wenn ich das vor meiner Mutter rappen kann, dann Yo. schaffe ich es auch am Abend. Habe ich geschafft. Am Abend, alles war weg. So, dieses verdammte Battle hängt mir bis heute nach. Aber richtig krass war es so, die ersten 2, 3 Monate nach dem Battle. Ich konnte nicht mehr fortgehen. Überall wurde ich angesprochen. Hey, bist du nicht der, der gegen Basti verkackt hat? Hey, bist du nicht dieser Babu, der nur, oh fuck, scheiße, wie geht's weiter gesagt hat? Alter, ich Link schwöre dir, in der dass. Beschreibung zu diesem Video. Bitte nicht, Alter. Der Scheiß hat, glaube ich, auch schon 3000 Aufrufe. Freunde von mir rufen mich manchmal an. Babu, rat mal, was ich gerade schaue. Was? Dreistil. Du gegen Basti. Super. Funny, Nee, Alter. Aber das aber. ist nicht Freestyle oder Nee, was? das war A Cappella, das war vorgeschrieben. Ich habe, glaube ich, 4 Wochen dran geschrieben und 3 Wochen auswendig gelernt. So. Das war scheiß viel Arbeit. Das ist halt dann auch das Ding, so Hilarious. pre-written Battles. Jeder beginnt plötzlich jeden zu fragen, so, hey, was weißt du Peinliches über Babu? Hey, was weißt du Peinliches Und über er hat dich Basti? So. zerstört, meinst du? Er hat mich auf jeden Fall zerstört. Alter, er hat mein damaliges Mixtape-Cover ausgedruckt, mitgehabt und Echt? so hochgehalten und so. War das ein Döner? Das Döner-Kebab-Logo, Döner-Kebab. nur mich halt eingefügt, Ja. so, aber gezeichnet. Oh Richtig geil. ja, ey. Shoutout an Pixel-Nerd, der Ich das kann mir damals eh gemacht vorstellen, hat. was er gesagt hat. Hey, das Ding ist einfach. Dreistil, Rapper Mittwoch und so, alles was gefilmt wird, ist halt eine gute Plattform, um dich zu promoten. Capital Bra Na, war ja Rapper Mittwoch. wirklich? Ja, Capi war Rapper Mittwoch. So, schau nach, Alter, der Typ hat die Leute da zerstört. Wirklich? Und dann hat er wie Musik gemacht und wird immer größer und dann Okay. Gasometer ausverkauft Bro, oder ich so. kenne keinen Track von Capital Bra. Schieße los, ist es Capital Bra? Es ist Mero wahrscheinlich. Na, ballerlos ist Mero. Kein Plan, Bro. Ich habe diese ganze. Capi ist nur noch Gucci. Nur noch Gucci Bra, dann. Ja. Das, weißt du, von wo ich das kenne? Aus den Instagram-Werbungen, wo sie zeigen, ja, verdiene jetzt 1000 Euro die Woche mit unserem Investmentfonds oder was.